Hallo und herzlich willkommen meine geflügelten Freunde zu einem Zeitkapsel-Video. Dieses Video müsste jetzt, wenn es rauskommt, ungefähr 10 Jahre alt sein. 10 Jahre, ein Jahr alt sein. Denn das ist ein Projekt, das wir PokéTuber gestartet haben. Es sieht so aus, dass jeder von uns ein Video aufnimmt. Und das wird dann in einem Jahr später angeguckt. Und wir sollen halt sagen, was wir von unserem Kanal derzeitig halten, wie viele Abonnenten wir haben, welche Videos gerade rausgekommen sind und damit man sich halt später wundern kann und sagen, ach Gott, was habe ich denn getan, was war ich damals für ein Spacken und deswegen mache ich das jetzt. Also hier haben wir halt meinen Kanal, den Wingull Plays Kanal. Ich bin einigermaßen zufrieden derzeitig mit ihm, ich habe gerade die 50 Abonnenten geknackt zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe, jetzt in einem Jahr bin ich um einiges größer als jetzt. Mein Banner stört mich noch ein bisschen. Ich muss euch gucken, da muss ich vielleicht mal Domi fragen, dass er mir Neues macht in der nächsten Zeit. Oder ich mache mir selber eins. Ja, die Aufrufe, sieht man ja, sind fast 700 derzeitig. Hier sieht man das. Also ich habe gerade, also jetzt ist mein neuer Uploadplan gerade einen Monat her. Oder fast einen Monat her. Wir sind gerade in der vierten Woche. Wie man sieht, ist alles sehr gut gestiegen. Da positive Bewertungen sind um 270% gestiegen dadurch und Kommentare sind leider gesunken. Meine Playlists wurden viel mehr geklickt. Ich habe 14 Abonnenten diesen Monat gemacht schon. Und der Monat ist jetzt zu Ende, ja. Wenn das weiter so läuft, habe ich ungefähr zu Gamescom 100. Ich hoffe das mal. Hier, meine Aufrufe sind auch gestiegen. Die Wiedergabezeit ist auch um 250% gestiegen, weil meine Videos jetzt interessant sind. Hier sieht man, derzeitig aktuellstes und beliebtestes Video ist mein erster Wi-Fi-Kampf, den ich hochgeladen habe. Da kommt der zweite Wi-Fi-Kampf. Dann How to Play, wo ich noch derzeitig überlege, ob ich How to Play noch weitermachen möchte. Und dann mein dritter Wi-Fi-Kampf. Und heute haben wir Montag, also kommt übermorgen der vierte Wi-Fi-Kampf, den ich auch schon soweit fertig habe. Ja, gerade kam ein Showdown Battle mit Yannick raus. Ich bin einigermaßen zufrieden. Ich habe auch derzeitig die 30 Twitter-Follower. 30 Twitter-Follower, habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ja, also sogar, ich glaube schon 31, genau, 31 Twitter-Follower habe ich hier. Na, 31 Twitter-Follower und eigentlich läuft es ganz gut derzeit, ich bin zufrieden, soweit wie es läuft. Vielleicht könnte es manchmal ein bisschen besser laufen, aber einigen geht es um einiges schlechter mit ihrem YouTube-Kanal und da bin ich ganz in Ordnung. Ich hoffe, dass ich nächste Season in die GPL einsteigen darf, in die zweite Liga und das ist eigentlich alles, was ich mir derzeit wünsche und was schön ist. Also ich hoffe, wie gesagt, zu Gamescom oder mindestens zu Ende des Jahres die 100 Abonnenten geschafft zu haben. Und weiterhin viel Spaß zu haben mit den anderen PokéTubern. Und irgendwann in GPL einsteigen zu können. Und damit wären wir auch am Ende dieses Zeitkapsel-Videos. Und ich hoffe, ich mache noch Videos auf meinem Kanal. Vielleicht ist das auch so ein Video seit 3 Monaten das erste Video oder sowas, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ja, das war die Zeitkapsel. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao.